Jo, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt auf der Promos unterwegs, der 2.65. Jo, Aufnahmetag heute, den 13. Mai. Jo, wir stehen da in Italien, im Catania. Bin erst gerade mal rund um den Block gegangen, hab natürlich Abfahrtskontrolle gemacht. Meine Papiere habe ich schon, Laden habe ich auch schon. Jo, gefrühstückt habe ich noch bei meinem Kunde. Er hat mir ein Frühstück Angebot gemacht, da sage ich nicht nennen. Jo. Kunde, den was ich da vor. Ich zeige euch auf der Karte. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Lass mich hier eigentlich mal da reingehen. Jo. Ich würde sagen, gehen wir zum LKW. Jo. Da steht er. Geschlafen habe ich auch gut. Also da hat das. Jo. So schaut er im Finstern aus, das Scania. Sorry dafür. Jo. Er ist auch innen anders. Steigen wir mal ein in Oster. Ah, dann ist doch ein Gleichblim. Ja. Das Lenkrad ist anders. Guck mal, hier ist erst gerade. Meine Güte. Oder denn das jetzt denn um wieder? Das ist wurscht. Ja, das Lenkrad ist ein bisschen anders. Herzlich willkommen bei Automappa. Und mein Navi ist gleich anders. Jo, dann zeige ich einmal euch, wo die Frucht hingeht, wie wir geladen haben. Wir haben Oliven geladen. 19 Tonnen, geht nach Chalagi zu UPS. Frag mich eigentlich, warum zum UPS in Chalagi? Was werden die da machen mit? Jo, tanken. Uiuiui. Da habe ich aber nicht mehr viel. Oha. Ja, Katastrophe. Muss ich schauen, wo man die nächstgelegenen Tankstücke rein. Das schaut nicht gut. Oha. Richtung Palermo. Ja gut, Palermo könnte man vielleicht noch schaffen. Schauen wir mal. Fahrtenbuch habe ich schon vorgeschrieben. Lala. Innenbeleuchtung schöpfen wir mal aus. Würde ich sagen, wir fahren los. Jo. Was ist sonst Neues im ETS? Eieieiei. Ja, ich weiß. Muss tanken. Er leuchtet mir schon rot auf. Natürlich kommt das Video heute noch raus. Extra Mod frisch aufgenommen heute. Heute auf. Sorry dafür. Ja, vor den Kollegen kann ich auch ein bisschen was erzählen. Fangen wir mit Christianer LKW-Simulation. Da
hast jetzt deinen YouTube-Kanal, deinen Namen, YouTube-Kanal-Namen geändert. Oder? 1 Minute, Kurve links. Ja. Kurve links. Er hat auch ein Video rausgebracht. Er ist von der Polizei angehalten worden. Jo, warum und weshalb? Schaut bei ihm im Kanal rein. Sagen, wisst ihr es? Das ist anscheinend um den Sound gegangen. Open Pipe. Ja, sehr schöne Folge, Christian. Mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir und halt die Stoßstange sauber. Ja. Was tut sich sonst Neues? Ari de Jong hat auch ein Video rausgebracht. Er bekommt jetzt ein neues Fahrzeug. Er wurde wieder zurückgeordert in Italien nach Salzburg. Er bekommt ein neues Fahrzeug. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, dann bleiben wir gleich beim Harry de Jong. 1 Minute, Kurve rechts. Er hat heute auch ein Livestream-Video rausgebracht. Kurve rechts. Ach, sehr schön. Habe ihm auch geschrieben. Wirklich sehr schön. Auch der Scania, mit dem er sehr fährt. Cooler Scania, mir gefällt er. Mach weiter so, Ari. Grüße gehen natürlich raus von mir. Nun halt die Stoßstange sauber. Jo. Dann kommen wir zum virtuellen Trucker Story. Michi Amon hat auch eine Folge rausgebracht. Aber bloß kenne ich die Folge schon. Die Folge 171 und die aktuelle Folge 172. Kurve rechts. Gleicher Standort, wo er weggefahren ist. Und gleicher Parkplatz. Also, ich weiß es nicht. Mir ist das bekannt vorgekommen. Mal schauen. Jo. Und dann die restlichen Kollegen. Ihnen natürlich Grüße raus von mir. Und alle Kollegen. Heute sei ich ein Stoßspring sauber. Jo. Oha. Das kann jetzt lustig werden. Ich hoffe, dass die Tankstellung wegkommt. Aber kriegen wir schon hin. Null Probleme. Nehmt mir kein Gas mehr an. Der voll drin. Aber jetzt dann. Jo. Gestern habe ich auch gespielt, auch auf der Promot. Im anderen Profil. Da ist es mir zweimal mehrfach abgestürzt. Fahrt Richtung Hamburg, Richtung Padburg. In die Stadt rein ist es mir abgestürzt. Ich habe den Fehler gesucht. Ich habe keinen Fehler gefunden. Ich habe es richtig in der Reihenfolge gemacht. Ja.
Ich weiß nicht warum und an was das es gelegen hat. Jetzt funktioniert es. Ich möchte es noch nicht verschreien. Also es kann durchaus möglich sein, dass ihr jetzt mal sagt, jetzt da. Kann durchaus möglich sein. Jo. 45 Euro. Ja, sauber. Ich zittere schon. Mit meinem Tank. Aber ich dürfte es noch hinschaffen. Mal schauen. Sorry dafür. Aha. Was ist das jetzt wieder für Fehler gewesen bei der KI? Sie sind abseits der Route, berechne eine neue. Falsches GPS-Signal. Ja, super. Wo geht's her? Ich wollte eigentlich da her. So, jetzt darf ich ein bisschen Offroad fahren. Sie sind abseits der Route, berechne eine neue. So, dann steigen wir aus. Voilà. So, Diesel. Zack. Da muss man voll tanken. Was sagt ihr, meine Freunde? Gut so weit. Zahlt haben wir auch schon. Nein. Dann steigen wir mal ein. So. Nullen. Jetzt habe ich wen vergessen. Im HM-Trans. Der Herr M-Punkt hat gestern auch ein Video rausgebracht. Eine Map-Vorstellung über Frankreich. Auch sehr schöne Folge. War sehr interessant. Dann mach ich weiter so, Hermann. Mir hat die Map-Vorstellung gefallen. Hier haben wir einen Punkt. Müsste genau auf der rechten Fahrspur bleiben. Dann rechts abfahren. Jo, Meister. Ja, du verarschst mich jetzt. Rechts abfahren. Ah, da darf ich nicht auf jetzt gefahren. Ja, wenn die Ladung nicht so schwer wäre. Ja. Ja.
Na gut, soweit. Am Kreisverkehr geradeaus. Erste Ausfahrt. Vom Kreisverkehr abfahren. Palermo. Ja, na. Geradeaus. Baum am 40er. Ich bleib bei meinen 40. Ich will keine Strafzahn. Jo. Wie schön die Palmen, links und rechts. Schafft es schön. Eigentlich wollte ich bis hierher fahren, aber ich habe mir gedacht, nein, ich bleib lieber stehen im Kantanien. Ja, der Innenraum ist noch nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Das Lenkrad. Das Lenkrad ist anderen Intri. Bei dem Part 2 Intri müsste ich irgendwo in meiner Modliste reintun. Mir gestern nicht aufgefallen. Mal schauen. Jo. Da steht unser Schiff. Moment, was da sieht. Ja, ich weiß. Michi, Amon, anderer Kotflügel. Beim Vorgänger Kotflügel ist das Scania-Logo drauf gewesen, also Scania-Schrift ist nicht mehr drauf, weil es ein anderer Sidecurse ist. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich den neuen, den anderen. Rauf. Jo. Ich war gestern Abend, dass Donnerstag wäre, ist ja Samstag. Jo. Ganz konzentriert beim Fahren. In Italien sind die Strafen teuer. Mich einer aufhält. Schaut sich mein LKW an. Auf der rechten Fahrspur bleiben. Dann Kurve rechts. Wäre es für mich blöd. Kurve rechts. Jo. Nur 4, jetzt fahren wir hier rüber. Und dann werde ich mir einen Parkplatz suchen. Ich bin nur am Überlegen, dass ich euch mitnehme. 1 Minute. Kurve links. Kurve links. Ich habe schon gebucht. Gestern Abend. Für die Fähre. Kurve rechts. Für mich geht's jetzt dann gleich in das Schiff rein. Auch nicht mehr stehen bleiben. Das habe ich ja gebucht. So.
Aber da fahren wir jetzt langsam auf. Black Diver. Ganz lang. Ja, dann würde ich dann sagen, ich halte dann meinen Ton weg. Wir hören sich auf der anderen Seite. Dann bis gleich. Sie sind abseits der Route, berechne eine neue. Jo, da sind wir schon wieder. Jetzt fahren wir mal aus, weil ich bin ja der Letzte, der was rausfährt. Katastrophe. Ja gut, Standlicht haben wir eingeschaltet soweit. Aber wir schalten uns Standlicht. So, langsam wieder mit. Ganz lang. Wenn wir nichts kaputt fahren. Jawollo. 3. Schön. 26 Grad. 1 Minute. Kurve links. Kurve links. Bin da sehr vorsichtig mit meinen Vorzeigen. Also, da kann man sagen, was man will. Wir haben noch 40 Minuten, da nehme ich euch noch mit zu meinem Kunde. Vielleicht geht sich noch aus. Ich hoffe, ich kann dort parken. Wenn nicht, auf der rechten Fahrspur bleiben. Habe ich Pech gehabt. Jo. Lululula. Holala, Goldfee. Ja, was habe ich mir noch gestern angeschaut in YouTube? Ach, was bekommen. Der Thomas Ull hat auch ein Video rausgebracht. Aber in Real Life hat sein LKW vorgestellt, den MAN TGX, den neuen. Sehr schön. Geradeaus. Ja, genau, die war noch orange, gell? Ja, er hat sein MAN, den echten MAN. Den war sehr fair. Sehr schöne MAN. Raoul. Mir hat das gefallen. Auch wie der MAN. Bereits der MAN hat mir sehr gefallen. Von innen und außen. Am Kreisverkehr geradeaus. Erste Ausfahrt. Vom Kreisverkehr abfahren. Wirklich sehr schön, der MAN. Jo. Wieder 50 Lanken. Das schauen wir einmal 70, einmal 50. Ich bin jetzt schon gespannt, auf was für Upload steht, dass ich mich drauf gefasst machen kann. Links oder was? Linke Spuren nehmen. Ja, sauber!
Aber da ist ja eine Baustelle. Da ist ja eine Baustelle. Auf der linken Fahrspur bleiben. Dann Kurve, links. Ja, Meister. Das ist auch ein Mod. Kurve, links. Der Navi. Rauchpaket Navi. Ja, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Mal was anderes im LKW vom Navi-Sprachen. Geradeaus, dann Kurve links. Für mich ist der Navi-Stimme umgekehrt. Kurve links. Jo. Geradeaus. Werde ich mich irgendwo dahin hierher stellen? Ein Minute, Kurve links. Und das ist auch ein Fehler. Ich weiß nicht warum. Ich habe sonst keinen Mod drin. Links. Auch ein Fehler. Muss ich mal schauen, was das sein könnte. Sie sind am Ziel. So, ich stelle mich jetzt da mal ganz weg hin. Ich werde die Folge hier beenden. Jo, meine Freunde. Nur wegen der Außenansicht. Und ja, wie gesagt, das Schild, das was da leicht, das ist entweder ein Fehler vom SCS. Ich weiß nicht warum. Habe ich bis jetzt noch nirgendwo gehabt. Entweder liegt es bei mir in Modliste. Ich muss danach nachschauen, was das sein könnte. Ich glaube eher, das ist ein Mod von mir, aber müsste ich noch schon, ich weiß nicht warum. Jo, wer da vielleicht eine Ahnung hat, kann es mir gerne unter die Kommentare schreiben, was das sein könnte, warum das pink-weiß Flecken da sind, nur bei den Firmenschildern. Bei der letzten Videoaufnahme, bei der Folge 140, da bin ich ja zur Abladestelle gefahren in Kentanien, wo wir weggefahren sind. Da habe ich es nicht mehr gehabt mit den Reifen. Ich weiß nicht warum. Muss ich ehrlich sagen. Jo, in dem Sinne sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst's mal ein Abo da, Kommi, Däumchen wäre Träumchen. Ciao, ciao, euer Hannes.